Willkommen zurück zu Die letzte Schlacht der Elfen. Teil 7 erwartet uns mit dem Untertitel Schicksalbeben. Und um was es auch immer gehen wird, nackte Frauen werden einen wichtigen Bestandteil des Spiels ausmachen und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ja, die Silhouette sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ah, ne? Wir hatten doch sowieso schon mal Bock auf so die letzte Schlacht der Pornos, letzte Schlacht der Elfenporno, meine ich, und da ist er, Teil 7 sogar schon. Oh mein Gott, ich stelle mir gerade vor, wie Anklos Direktor für einen Porno wäre. Das Schlimme ist, es würde sogar passen, weil ich meine, Pornofilme werden auch mit so einer Konsistenz veröffentlicht wie die letzte Schlacht der Elfen. Da kommt halt jedes Jahr ein neuer Teil raus, wird halt irgendwie von Mal zu Mal trashiger, aber Hauptsache Frauen werden flachgelegt und... Geh mal auf zuerst auf Credits, bitte. Wir wollen uns also zuerst die Credits angucken. Ich bin übrigens erstaunt, also es sieht sogar... Also abgesehen davon, dass man die Schrift mal wieder nicht lesen kann, das ist wieder cool gemeint, aber der Maker, die Auflösung ist einfach zu schlecht dafür. Ja. So. Credits. Story Ankluas. Technik Ankluas. Mapping Ankluas. Material Charasprojekt.net. RPG2000.de. Grandy und Marnix. Musik Final Fantasy, Secret of Mana, Marnix und Grandy. Diese Zauberkomponisten. Ja. Sounds, vmidi.com und Marnix. Chipsets, Marnix und diverse andere. Charas, Ankluas, irgendjemand, ach, Grandy. Und Charas Project.net, Vollversion 1.0 2012. Ja, das ist 4 Jahre her. Ja. Und da ist das Spiel auch schon stuck. Ich drück einfach nochmal F12, weil jetzt ist gerade die Schrift nicht mehr aufgeploppt. Wow, das ist so gut getestet. Das ist, die Sache ist, es wird wahrscheinlich genauso wie der Vorgänger einfach gar nicht getestet worden sein. Diesmal scheint es sich dabei auch definitiv um Version 1.0 zu handeln. Es steht nicht nur unten rechts im Bildschirm, sondern auch oben links im Maker. Ja. Wir können natürlich nur Steve und ich sehen, aber... Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, ein Spiel von Ankluas... Ach nee, das steht noch da unten. Schade, da können wir gar nicht hin. Gehen wir auch ein anderes Spiel, wir wollen zufällige Spiele auf das wäre eigentlich ziemlich cool gewesen, ein Spiel von Ankluas, irgendeins. Das wäre tatsächlich mal ein richtig gutes Easter Egg. Ja, was so jemand wie Kevin zum Beispiel mal durchaus machen könnte. Ja, klar, dass die, keine Ahnung, 40, 50 Spiele rausgebracht haben, einfach mal zack. Aber wieder ein zufälliges Spiel von mir. Ja, das wäre ziemlich cool. Aber ich denke mal trotzdem, bevor wir Kevin hier noch auf dumme Gedanken bringen, ich meine, wir können doch in einem letzten Schlacht der Elfen nicht etwa konstruktiv sein, oder? Das geht doch gar nicht. Wir müssen alles zerstören, was uns hier geboten wird und den Trash einfach genießen. Deswegen beginnen wir einfach mal ein neues Spiel und ich bin wirklich gespannt, ob es noch trashiger wird als das vorhergehende Projekt. Angeblich soll das ja kein Trash mehr, nicht mehr, also es soll auch trashig sein, aber kein Trash mehr sozusagen, angeblich der 7. Teil. Also der soll sogar mal ein richtiges Spiel sein, so ungefähr. In Wirklichkeit will ich einfach nur so lange auf dem Bildschirm bleiben, weil mir diese Frau dort so gut gefällt. Ach, danke, Lars. Edwin sieht irgendwie anders aus. Meister, ihr habt so... Und wir haben auch eine neue Textbox. Ja. Oh, Edwin sieht tatsächlich anders aus. Der hat eine Narbe. Ja, wo hat er, das ist mir auch sofort aufgefallen. Wo hat er denn diese Narbe her? Das sieht ja richtig stylisch jetzt aus. Heute werde ich keinen Besuch erfangen. Es geht schon gut los. Nanul, schick ihn weg. Meister? Was, Nanul? Ich bin echt froh, dass ihr euch damals nicht das Leben genommen habt. Was? Aber das haben wir doch. Oh mein Gott. Steve, du hast mir verschwiegen, dass es mehrere Endings gab. Nein, es gab nur ein Ending. Also heißt das, Ankluas hat mal wieder einfach so die Geschichte geändert, wie sie gepasst hat. Ja, genau. Also, warte, nein, pass auf. Es ist folgendes. Das hier ist gar nicht mehr der Edwin, den wir kennen. Wir sind jetzt in einem Paralleluniversum. Nein, das ist schon der Edwin. Nein, ich bin davon überzeugt, dass es gleich noch eine random Begründung dafür geben wird. Da bin ich ja gespannt. Okay, na gut. Ich bin echt froh, dass ich euch noch davon abgeraten habe. Bis auf meine Narbe am Auge ist nichts weiter geblieben. Warte aber mal. Nanul, nun gehe ich jetzt und entferne meinen Besuch. Warte mal ganz kurz. Das heißt, indem er sich das Schwert im Bauch gerammt hat, hat er jetzt eine Narbe. Hast du das wirklich gesehen, wie er sich ein Schwert da reingerammt hat? Ich habe nur gesehen, wie er sich umgedreht hat und plötzlich geblutet hat. Naja, wie willst du denn sonst so viel Blut bekommen? Okay, hat er sich quasi an den Kopf geschnitten, an den Augen und dann spritzt so viel Blut rum oder wie? Ja, wenn du dir das direkt in den Kopf steckst und danach einfach tot bist und einfach mal aus dem Boden fällst, klar, dann blutest du halt einfach alles raus, oder?
Also siehst du, sind wir nicht im Paralleluniversum. Ankros hat sich Edwin hat sich beim Selbstmordversuch eine Augennarbe. Das ist bisher immer noch kein Beweis dafür, dass wir nicht im Paralleluniversum sind. Denn ja, im echten Universum kann er sich nicht einfach getötet haben. Er hatte ja auch nicht. Ja, wir werden es vielleicht noch herausfinden. Also heißt es, es sah am Ende einfach nur so aus, als wäre er tot. Er hat, genau. Es war versuchter Selbstmord. Aber es ist missglückt und er hat jetzt eine Narbe davon getragen. Na gut, dann will ich das einfach mal so hinnehmen. Geht okay. Na nun, ich habe dir schon 1000 Mal gesagt, dass du den Scheiß lassen sollst. Alles klar, Meister, entschuldigt. Nun geh. Wem weiß er wieder voll der Diener? Tja, Edwin kann aber auch nicht aufhören. Nanul kann aber auch nicht aufhören, Edwin Meister zu nennen. Ja. Was ist schon Macht? Wenn es doch so vergänglich ist. Alles ist vergänglich, Edwin, das ganze Leben. Ich will einen Weg finden, der mir erlaubt, meine Macht für immer zu behalten. Das ist aber ein anderer, Edwin. Ich kann es nicht ab, wenn mir jemand meiner Kraft beraubt. Auch kein Farodin. Der stolze Elfenglanz hat mich schon immer angekotzt. Niemand. Hier ist der Flamme sogar ganz cool, mit der Pose. Ja, der wurde sich richtig Mühe so ein bisschen gegeben. Wurde gut geklaut. Ja. Nein, ich denke schon, dass das alles Edits von Ankloas sind. Weil ich meine, wir haben ja gesehen, was er in den Credits angegeben hat und ich glaube nicht, dass Malix oder Granny diese Posen hier gestaltet haben. Ja. Niemand weiß, wie meine Gefühle sind. Ich werde belogen und betrogen. Und alle tun so, als ob sie mich mögen. Was war ich wirklich glücklich mit Alia? Doch dann kam so ein Schweinepriester wie dieser Gilbert. Beim Schweinepriester. Das passt sogar mal. Ja. Alia geht einfach fremd, während ich Qualen erleiden musste. Und zusehen, wie sie auch noch Kinder bekommen. Sie und die Kinder fremd, auch noch sterben. Tot. Er war tot. Und das was? Das ist kein Fremdgehen. Naja, das. Klar ist das Fremdgehen. Naja, wobei, nein. Bis der Tod euch scheidet. Und von da ist es dann in Ordnung, einen weiteren Partner zu suchen. Genau. Alles klar. Und was mache ich? Ich helfe denen auch noch. Dieser Gilbert hat mir das noch genommen, was mein war. Meine Frau. Dafür wird er leiden. Mich so zu demütigen. Ich lasse das nicht mit mir machen. Irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, als könnte das Thema aus Lonely sein. sind das vielleicht die Hintergründe? Wer weiß. Und wir haben ja immer Vermutungen angestellt, ne? Für die wir ja nie so wirklich eine Antwort bekommen haben. Also, ja. Wer weiß. Aber nein, ich denke, das ist dann doch ein anderes Paralleluniversum. Ja. Alia, warum hast du das mir nur angetan? Das werde ich dir bereuen. Ich werde mich aufmachen und Gilbert vernichten. Weil vernichten ist auch geil. Jetzt könnte das mal so richtig gerne mal Battle Rap, ne? Das wäre aber wirklich totale Vernichtung, ja? Ja. Einfach tatsächlich ist Gilbert einer der wenigen Charaktere. Wow, es gibt nicht mehr das Custom-Menü. Es gibt nicht mehr Speichern. Stimmt. Das ist eher so. Das ist ein 2K-Spiel? Nee. Es muss 2K3 ja, sein. Es muss 2K3 sein, ja klar. Wir sind Level 50, wir sind ziemlich mächtig. Okay, vielleicht bekommen wir später noch ein Custom-Menü, wenn wir dann mit dem Intro fertig sind. Okay, wir können nach wie vor nicht mit der Umwelt interagieren. Nee. Nee, jetzt stell mal nicht zu hohe Anforderungen an so ein Spiel. Guck mal, der Rat der Paladine. Der gehört dir. Seid gegrüßt, mein Lord, ihr wollt fortgehen. Ich muss was erledigen in dieser Zeit. Werdet ihr alle mit euren Leben diese Burg verteidigen? Ansonsten lasse ich euch foltern. Habt ihr mich verstanden? Der alte Edwin ist wirklich wieder zurück. Ja. Jawohl, mein Lord. Nein, da steht ja, ist Z. Ja, stimmt doch mal. Ja, ist Z. Nein, ich heiße nicht das Z. Gut, dann bis später. Später? Können wir mit den anderen noch interagieren? Nein, das sind einfach nur Holzpuppen, die rumstehen. Wir sind Edwin, wir sind böse und wir sind auf Level 50. Es ist doch schade, dass nächste Austausch wiedergekommen ist. Nee, der wurde ja auch getötet. Und dadurch, dass er kein Main-Character ist, bleibt er auch tot. Der wurde nicht getötet. Das ist mir egal, mittlerweile ist so viel Zeit vergangen, dass er wahrscheinlich einfach natürlichen Todes gestorben ist. Ja. Ach, meine Alia, man, ich liebe dich so sehr, ey. Ohne dich kann ich nicht mehr leben, man. Ich liebe dich auch ganz doll. Alia, sie hat ja das alte Face. Warum hat sie das alte Facet wieder? Vor allem dieses komische, editierte Facet mit den komischen Augen. Genau, weil sie ist ja ein Tiefling. Stimmt. Oder auch nicht. Ist sie nicht mittlerweile Mensch? Sie ist mittlerweile, sie hat sich für ihre menschliche Seite entschieden. Sylvia und Parodin wollen sich mit uns treffen.
Sie möchten mit uns etwas reden. Oh man, 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 da freue ich mich drauf, man. Da kann ich ja wieder mit Farodin labern, ey. Meine paar Männergespräche führen, ey. Warum klingt Gilbert irgendwie immer so? Ich denke, ich muss nicht großartig was sagen. Nee. Da muss ich dich aber enttäuschen. Heute gibt's keine Männergespräche mit Farodin. Edwin, wie geht es dir? Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Wie geht es dir? Skill, dass du das nochmal fragst. Edwin, wie geht es dir? Wir haben es lange nicht gesehen. Hallo, wie geht es dir? Ich rede mit dir, Edwin. Ja, genau, 370 Tage. Ich habe nämlich einen Kalender, an dem ich das immer schön runterzähle. Und wie es mir geht, fragst du mich? Mir geht es scheiße. Ich bin nämlich wieder in meiner Pubertät. Wieso das denn, man? Können wir dir behilflich sein, ey? Eure Hilfe brauche ich nicht. Ich bin wegen was anderem hier. Gibt es Probleme? Brauchst du jemanden zum Reden über deinen Sohn? Ihr mir helfen? Dass ich nicht lache. Der jämmerliche Priester ist mein Problem. Ja, Sand ist ja tot, ne? Wieso das denn? Wieso das denn? Ey, man! Ey, ich hab dir noch nichts getan, man! Du wagst es zu sagen, dass du nichts getan hast? Was ist los mit dir, man? Drehst du jetzt vollkommen durch, ey? Ich werde dich umbringen, du Schweinepriester. Ich werde dich leiden lassen. Das Face jetzt aber sogar ganz gut gerade mal aus, ne? Bin ich ja, auch der Meinung. Das ist tatsächlich. Er hat sich hier auf jeden Fall bisher mehr Mühe gegeben. Ja, also. Auch die Einrichtung der Räume ist durchaus logisch. Ja, man hat einen Schlafraum, ne? Vor ist so ein Essraum und. Der Essraum und Wohnraum sozusagen. Ja, genau. Küche gibt's halt in dem Sinne nicht. Bestellen sich immer Pizza. Ja, na, die haben die Kisten sozusagen. Da ist ja Trockennahrung drin. Genau. Wieso das. Was ist mit. Wieso das? Was ist mit dir los? Du Opfer der Natur, Gilbert. Sieh, was? Wie du meine Alia zerstört hast. Dafür wirst du zahlen. Opfer der Natur. Das klingt irgendwie so, als hätte den. Also als wäre das irgendwie so ein Songtext oder so, ne? Das habe ich ja noch nie gehört, diesen Ausdruck. Opfer der Natur. Okay. Opfer. Hast du es noch nicht gehört? Nee? Du bist einfach nicht Gangster genug, Steve. Aber das werden wir eines Tages noch ändern. Das kann ich nicht zulassen, ey! Niemand kann sich meiner Macht widersetzen. Du bist vollkommen verrückt, man! Du Narr! Ich kann einfach hinter dich springen. Was zum Man? Zarak, please, and please, please! Ich fühle mich wie gelähmt. Alia, man! Und Gilbert, noch ein paar letzte Worte. Ich werde Farodin holen, ey, man! So weit wirst du nicht kommen, du kleiner, fetter Schweinepriester. Oh, man! Was, ey, Edwin, man! Du entkommst mir nicht. Du solltest mir Glauben schenken, jämmerlicher Priester. Warum, man, willst du mich töten, ey? Weil du mit meiner Alia gefickt hast. Sie war meine Frau. Ey, man, ich habe es doch nicht extra gemacht. Wir haben uns ineinander verliebt. Ey, ich meine damals, wo du tot. Genau, wo ich tot war. Und du nimmst sie mir einfach. Du willst mich töten, nur weil du eifersüchtig auf mich bist, man? Nein, weil du ein Schwein bist. Du wirst sterben. Ich bin wieder chaotisch böse. Also mal wirklich, also das ist ein komplett anderer Edwin gegenüber dem letzten Edwin, aber ich finde ihn so besser, muss ich sagen. Ja gut, ich habe dir doch gesagt, wir sind doch vielleicht in einem alternativen. Nein, das ist eine durchgehende Story. Na gut. Ja. Nee, ja, was? Du hast keine Chance gegen mich, ich bin ein Magier. Es wurde ja schon von Zen gesprochen, ne? Etherplast in Reclamati, man, ey! Escusa des Ultimas! Oh man, es schmerzt, ey! Dumm nur, wen man so lange braucht, einen Zauber zu wirken. Dummer Priester, in den nächsten Momenten wirst du sterben. Alia, man, ich liebe dich, ey! Jämmerlich, so jämmerlich. Ich tick so nicht mehr richtig. Sei doch ehrlich, dir hat es doch gefallen. Deswegen hat sie also ihr altes Facet wieder, genau deswegen. Weil sie ist nämlich die Alia aus dem ersten Teil. Wird sie jetzt auch wieder böse? Ich
weiß nicht. Ich hab ihn doch geliebt. So ein Möchtegern? So schwach und dumm. Hast du denn alles vergessen, was wir durchgemacht haben? Nein, natürlich nicht, aber ich weiß nicht. Alia, willst du Macht haben über diese Welt? Wieso fragst du? Zusammen können wir die Welt an uns reißen. Und wir werden die gefürchtetsten Herrscher dieser Welt. Wir werden Sklaven haben, foltern und aus Langeweile töten. Genauso wie damals im ersten und im zweiten Teil. Niemand wird uns aufhalten. Hört sich gut an. Die ist auch ganz schön einfach zu überreden. Ja. Aber bist du nicht sauer auf mich? Du kannst doch nichts dafür. Dieser Priester hatte dir die Augen verdreht. Edwin ist aber auch ganz schön naiv. Hast du etwa vergessen, wie sehr wir uns lieben? Nein, ich habe immer an dich gedacht. Ich glaube, ich war zu naiv. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich möchte ihn wieder gut machen. Dann komm mit mir und wir suchen unsere Unsterblichkeit. Ah, was ist mit Farodin und Selfia? Ich werde meine Soldaten auf die hetzen und wir beide machen und auf die Reise. Ich weiß, wo ein Portal ist. Es schien, als sei dieses Portal neu. Ich werde es dir zeigen. Die beiden werden uns sicher aufhalten wollen. Und wenn schon, dann vernichten wir sie. Sie haben keine Chance gegen uns. Lass uns aufbrechen. Das ist wirklich perfekt, um einen Plot zu erschaffen. Tja, wir könnten die Typen, die bei Protagonisten werden, jetzt einfach wegklatschen. Aber nö, das machen wir später, wenn die nervig werden. Geil, ey. Schön auch, wie Edwin und Alia jetzt so Antagonisten einfach so werden. Wow. Einfach so, weil ich meine... Das ist ja der Klassiker. Edwin kommt dann einfach an, tötet ihren aktuellen Mann, meint dann einfach nur, ey, du hast mit dem Typen gefickt, als ich tot war. Und dann meint sie einfach nur, ja, es tut mir leid. Und du hast recht. Ja. Das war alles insgesamt ziemlich platt, aber es war wenigstens hübsch anzusehen. Guck mal hier, Selfia. Moment, war das dann etwa Selfia im Titelbildschirm? Ja. Selfia hat jetzt auch Brüste, wenn ich mir diesen Sprite so anschaue. Selfia hat auf jeden Fall ordentlich zugenommen. Deswegen hat sie Brüste. Naja, ich glaube, sie hat einfach nur extremen Arsch und Brüste, so wie es aussieht. Extrem Arsch, sie sieht aus, als wäre sie ein Centaur oder so. Oder sie ist ein Centaur, also weiß es möglich. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Ich kann auch... Sie hat nur ein ganz neues Facet, das habe ich noch nie gesehen. Das ist wahrscheinlich dieses Hot Blonde Facet, ne? Nee, nein, ich weiß, was das ist. Das ist Jaya, genau. Das ist sie nur mit einem Blond, oder ja. Oder Jaina, genau. Ich auch irgendwie scheint unsere Verbindung zu unserem Freund getrennt zu sein. Sie gehen nicht mehr ins Telefon. Sind das jetzt Saiyajins? Ja, die können Augen spüren, ne? Klar, warum? Steve, also bitte. Pass auf, ich hab's dir schon mal gesagt. Wenn ich jemals ein Spiel mache, ja, dann wird mindestens der Antagonist des Spiels in der Lage sein, Augen erspüren zu können. Mindestens, wenn nicht sogar jeder supermächtige Charakter. Warum? Weil die supermächtig sind. Supermächtige Leute können irgendwie sowas. Also Augenspüren ist eines der dümmsten Sachen, die Dragon Ball eingeführt hat. Damit kannst du halt die ganzen Minions finden. Andere supermächtige Leute unterdrücken ihre Aura sowieso immer oder ihre... Das war ja das Problem. Irgendwann konnte einfach jeder seine Aura auch unterdrücken. Und dann wiederum konnten Leute unterdrückte Augen spüren. Genau, sowas in dieser Richtung. Wir sollten unsere Waffen nehmen und nachsehen, was los ist. Irgendwie ist die Einstellung hier ein bisschen komisch. Jedes Mal, wenn ich wieder auf das Spiel draufklicke, weil ich irgendwie die Lautstärke erhöhen muss, klickt es dann einfach die Textbox weg. Dabei mache ich gar nichts. Ach so, ich war schon irritiert. Ja, ich weiß. Deswegen passiert das hier die ganze Zeit über. Das ist ein bisschen komisch. Es könnte, ich vermute einfach mal, es liegt in diesem apps.skype.com/incallwidget. Was sich da vorhin geöffnet hat, als unser Anruf begonnen hat. Das wäre durchaus denkbar. Ich liebe Skype. Genau, sowas in dieser Richtung. Wir sollten unsere Waffen nehmen und nachsehen, was los ist. Bist du sicher? Wir sollten auf Nummer sicher gehen. Lass uns nachsehen. Lass und nachsehen. Lassen und nachsehen lassen oder so. Oh, das war's schon. Wir dürfen Farodin steuern. Und wir dürfen immer noch nicht speichern. Wir sind Level 20. Level 20 war ja auch Max in irgendeinem Teil. Aber nicht im letzten. Im letzten Teil war das Level irgendwie... Wir waren am Ende Level 40 oder so, es war egal. Ja. Wir sind einfach durchgerannt. Genau, im fünften Teil war es so. Oha! Das ist das gleiche Dorf wie aus dem sechsten Teil hier gerade, ne? Ja, das nennt man Laziness oder auch Faulheit. Oha! Was ist denen hier los? Was machen die Soldaten denen hier?
Oder nennt man es vielleicht auch Worldbuilding? Das Problem ist an sich in der Theorie schon. Aber die Sache ist, so lieblos wie dieses Dorf hier gemappt ist, kann ich dir auch ein Dorf für 5 Minuten machen und das in jedem Spiel verwenden, das ich von da an mache. Ich kann ja auch mal eine Trash-Game-Reihe machen. Mal gucken, wie schnell ich das hinkriege. Ich habe ein ungutes Gefühl. Seht, da ist Farodin Enria. Schnappt sie euch. Alle, schnappt sie euch alle. Juhu, Pokémon. Bitte nicht, jetzt fängt alles wieder von vorne an. Ich dachte, wir müssen die wieder kämpfen. Und Weiner, das dachte er, dass ich gerade eben sein Schwert und sein Schild gepackt, oder was? Wo ist eigentlich sein Kind? Das Kind? Und Alia und Dings haben da auch ein neues Kind. Nein, nur Alia und Dingsbums hat ein neues Kind, die nicht. Aber das andere Kind wurde trotzdem irgendwie vergessen. Weil das ist halt eine Parallelwelt. Versuchen wir erstmal hier zu entkommen. Oh. Leben oder sterben? Es gibt wieder Eigenwille. Sehr schön. Die machen so japanische Kampfgeräusche. Okay. Das ist ja cool. Das ist wie in so einem Arcade-Game. Die toten Seelen schmücken euren Ruhm. Was? Der Spruch ist auch cool. 2 Gold geplündert. Und da sieht mich eine Vampire aus Dornexplosion. Und da kommt auch irgendeine Stimme, die irgendwas dazu sagt. Es ist schade, dass du den Ton nicht hörst. Wow, auch die Art und Weise, diese Angriffe, das hat irgendwie ein bisschen ja durchaus was. Vor allem, du meinst Ankloas mit seinem Final Fantasy Schwert. Ja. Das Schwert ist mindestens genauso groß wie Ankloas, ich meine, Dingsbums hier. Auch wenn ich irgendwie immer versucht bin, ihn einfach Ankloas zu nennen. Weil ich meine, komm schon, Farodin muss ja auf eine gewisse Art und Weise ein Safe Insert sein, oder? Naja, das Problem ist, Safe ist halt seine Schwester, ne? Ja gut, das kann auch einfach nur bedeuten, dass Ankloas die ganze Zeit heißt, dass seine Schwester war, aber... Oder vielleicht immer noch ist, aber... Oh, Ding stirbt bald, ne? Wer stirbt bald? Ach nee, MP nutzt die ganze Zeit. Sorry, alles klar. Also das war gerade auch geil. Ja, Dings stirbt bald. Was? Das hätte ich jetzt aber auf jeden Fall gesehen. Also tatsächlich muss ich sagen, bin der Züchter der Elfen macht das gerade sogar einen echt guten Eindruck. Ja, das Einzige, was mir fehlt, ist Speichern. Auf welcher Taste aber noch gleich Quicksave? Wenn jetzt mal was tippt, ich denke mal, ich komme nur auf der Webmap speichern oder so. Ich kann dir jetzt noch aber ein Programm nicht geben, wo du auch immer speichern kannst. Ja, klar. Das Programm ist ja nicht das Problem, die Sache ist natürlich nur dann... Okay, gut, notfalls muss man das nochmal neu spielen, ist ja egal. Und ein Schild, das wir nicht lesen können. Warum sollten wir auch mit der Umwelt interagieren können? Nein, dazu haben wir keine Zeit. Ach, schade. Ich sehe mich hier eigentlich gerne. Es ist tatsächlich nicht gekopiert, das sieht ein bisschen anders tatsächlich aus. Ja, keine Zeit, das ist auch der falsche Ausgang. Bist du dir sicher, dass es nicht gecopypastet ist? Nee, das breite Haus da unten gab es, glaube ich, nicht. Siehst du, und da ging es ja eigentlich raus im letzten Teil. Das ist auch eine Wand. Ja, da ist seltsamerweise eine Wand, die jemand da hingezaubert hat. Geht da auch in das Haus rein? Das ist hier unten? Das rechte Haus hier auch nicht, ne? Achso, das ist doch das von Gilbert. Stimmt, genau, das ist das Haus, wo wir rein müssen, genau. Das müssen wir machen. Das ist doch Gilbert! Er ist doch nicht etwa... Sein Herz schlägt nicht mehr. Er ist tot. Das ist unmöglich. Wie konnte er gegen die Soldaten verlieren? Ach, diese endlose Naivität. Das sieht auch nicht aus, als sei er durch gewöhnliche Soldaten ermordet zu sein. Nein, das waren irgendwelche Supersoldaten, die in Experimenten gezüchtet wurden und Superkräfte besitzen. Und wo ist Alia? Das müssen wir herausfinden. Und was ist eigentlich mit deren Kind? Für unseren Freund Gilbert. Gilbert ist bisher noch nie gestorben. Das ist der Einzige, der noch nicht wiederbelebt wurde und ein Hauptcharakter ist, ne? Ja, aber bisher ist er, jetzt ist er gestorben. Und mal gucken, ob er wiederbelebt wird noch in diesem Alia Teil. Alia, ne? Wurde auch noch nicht getötet. Doch. Wann? Im 4., 5. Teil oder so? Wurde sie dann nicht getötet irgendwie? Oder? Nein, da wurde sie nur zu einem guten Menschen, weil sie sich für ihre gute Seite entschieden hat. Das ist stimmt. Das ist stimmt. Sie wurde getötet, wurde instant aber wiederbelebt als Tiefling. Ja, du hast genau. Recht. So, ja. Perfekt. Ich wusste doch, dass sie irgendwann mal getötet wurde in irgendeiner Sequenz. Mhm. Aber wo sollten wir anfangen zu suchen? Und wo kann man in diesem Spiel abspeichern? Ich weiß es nicht. Lass uns erstmal einen Sarg kaufen. Was ist denn das für eine bescheuerte Idee? Was?
Das ist vor allem nicht irgendwie sowas wie, lass uns mal zur Polizei gehen oder mal gucken, wie wir irgendwie weiterkommen können. Lass uns einen Sarg kaufen gehen. Und dann sagt sie einfach nur, okay, das klingt wirklich dämlich, aber okay. Ich liebe dich, Farudin. Sollen jetzt einen Sarg kaufen, ja? Im Nachbarsdorf. Okay, mal gucken, ob wir jetzt hier oben rausgehen können. Ja, können wir. Du kannst nun das Menü aufrufen mit Escape. Sehr schön. Und das ist Chrono Trigger World Map. Und das ist... Was? Nebenmenü, Statistik, Option, Spielzeit, Das sind auf jeden Fall nicht meine Spielstände. Wir kriegen also noch Billy Trudet ins Team. Naja, gut, das ist jetzt nicht so der Mega-Spoiler. So, was ist denn die Besinnung? Kannst du da mal drauf gehen? Farodins Gesinnung, 100 von 100. Ich wusste nicht, dass man das Spiel nämlich gut und böse durchspielen kann. Interessant, das müssen wir natürlich dann zweimal durchspielen, ne? Da geht nichts anderes drumherum. Aber bisher schienen wir uns wieso noch nicht entscheiden zu können, ne? Genau, Spielzeit? Spielzeit 0 Stunden 21 Minuten, aber der Part ist doch bereits 26 Minuten. Wie geht denn das? Option, Kampfmusik. The Fast and Died. Was? Das Problem ist nur, ich höre es halt nicht. The Hard Time und die letzte Schlacht der 7 Standard. Gewinnmusik, Herzklopfen, Gänsehaut, Standard. Ja. Okay, Statistik. Das Spiel gespeichert. 5 Kämpfe gemeistert. 5 Siege. Na, man kann nur gewinnen. Nee, das ist das Nebenmenü, okay? Das Nebenmenü ist das. Das ist das Nebenmenü. Stimmt. Bei Option, wir können die Textbox noch ändern. Gibt es auch eine Vampire aus Dawn Textbox? Ja, müssen wir die nehmen. Um ehrlich zu sein, mit der Textbox hier echt sehr zufrieden. Nein, wenn eine Vampire aus Dawn Textbox. Horror-Style. Oh Gott. Ach, das ist wirklich Horror. Das ist wirklich Horror. Roter-Style? Ja, ist okay. Du darfst die nutzen. Nachlaufen, Gefährten laufen hinterher. Aktivieren! Ja, auf jeden Fall. Okay, dann schauen wir mal ins Nachbardorf. Vor allem das Nachbardorf hat direkt mal erstmal wieder viel mehr Häuser. Mal gucken, ob wir noch einen Sarg finden können. Seid gegrüßt in unserem Dorf Pralas. Fühlt euch hier wie zu Hause. Weißt du, das erinnert mich gerade daran, als im letzten Teil mal ganz, ganz kurz dieses Gedankenlesen etabliert wurde. Ja. Das gab's vorher schon mal im 5. Teil. Und im 3. Im 3. hat das Farodin gelernt. Irren ist meine Leidenschaft und ist kostenlos, weil wir alle Steuern zahlen müssen. Dann ist es doch nicht kostenlos. Ja. Verstehe ich jetzt nicht, wenn man dafür, dass man angelt, jeden Monat irgendwie einen Beitrag oder jedes Jahr einen Beitrag leisten muss, dann ist es nicht kostenlos, ne? Richtig, dann zahlt man Steuern dafür. So, warte. Angst, du hast Logik. Ey, der sieht irgendwie editiert aus. Das ist der Don Miguel, nur mit einem anderen Kopf. Ja. Viel zu viel ist passiert. Die Rohstoffe sind sehr knapp geworden. Und niemand weiß, wie lange wir noch überleben. So, von einem Tag auf den anderen. Vor allem die Sache ist, wenn ich dieses Spiel spiele, dann habe ich gerade wirklich ein extrem Super Nintendo-Feeling, ja. Also sowohl von den Grafiken her, als auch von der Musik und so, ne. Ja. Huiuiuiui. Boah, das scheint ein Laden zu sein. Stahlschwert, Steinklaue. Was meinst du, ob wir in diesem Teil vielleicht Equipment kaufen müssen? Ich glaube, das Spiel ist tatsächlich besser als die anderen Teile, was ich bisher so sehe. So, jetzt ist natürlich die Frage, haben wir... Okay, wir haben dauerhaft das Menü. Sehr schön. Super. Das nur haben wir im ersten Dorf nicht, das ist gut. Genau. Dann würde ich vorschlagen... Ja, schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Oh Gott, ich glaube, hier geht die Story weiter. Verschwinde, du Abschaum! Ich warne dich! Ich bin ein Geisterjäger! Willi Trulit, was ist das? Farodin, seid ihr das? Ich höre Stimmen. Woher soll ich wissen, was dieses Vieh von mir will? Wir helfen dir. Ich würde das nicht wirklich Story nennen. Aber es kommt ziemlich coole Musik, ja. Los, Asgard, vernichte alle. Nein, was hat denn jetzt Willi Trulit dort am Start? Oh, wie sieht denn Willi Trulit jetzt aus? Das ist egal, aber er ist jetzt ein japanischer Arcade-Game-Fighter. Ich weiß nicht, also irgendwie könnte ich mir gerade... Das kommt mir gerade irgendwie vor wie so ein Capcom-Spiel, das aber irgendwie von Arcloas gemacht ist. Ja. Was hat er denn da vorher gespielt, wo er das Game mit dir ist? Ich meine, also ich würde tatsächlich sagen, irgendwelche Arcade-Games oder irgendwelche PlayStation 2. Warte mal, ist das nicht eine Frau, die hat doch Brüste, oder?
Nein, das kommt dir nur so vor. Also, ich meine, das sind halt so Brüste, wie Männer Brüste haben, ne? Das Problem ist aber bei diesen Rüstungen, ist es immer so eine Sache. Naja, das ist ein bisschen schwierig zu erkennen, aber ich denke schon, dass es eine Männerbrust sein soll. Was macht ihr in dieser Gegend? Ihr wohnt doch woanders, im nächsten Dorf. Nun ja, irgendetwas ist passiert. Bei Gilbert ist tot und Alia ist spurlos verschwunden. Wie bitte? Alia ist weg. Ja, Gilbert ist mir wieder völlig egal, aber das war ja klar. Das ist ja jetzt gerade auch ein Gag. Ich bin mir sicher, dass Anklus das ja auch als Gag meint. Ja, wir wissen nichts. Aber irgendetwas stimmt nicht, weil unser Dorf angegriffen wurde von Soldaten. Was meinst du eigentlich, wie viele Parts wird es dauern, bis wir uns wundern, dass mindestens schon 3 oder 4 Parts nichts mehr von Gilbert erwähnt wurden und dass Gilbert plötzlich augenscheinlich niemals existiert hat? Das dauert maximal noch 2 Parts oder so. Die können nur von Edwin sein. Er ist der einzigste König im Land. Aber wenn er schon der einzigste König ist, warum will er denn noch die Weltherrschaft? Aber nur im Land, nicht auf der Welt. Im Land. Echt? Ich dachte, er hat sich zurückgezogen. Wobei jetzt natürlich sowieso die Frage ist, wie klar ist denn der Herrschaftsbereich von dem König definiert? Bisher war es doch immer so, dass die Welt doch Sirulan heißt, ne? Eigentlich schon. Sirulan war die Welt, aber auch das der Hauptkontinent und das Königreich. Eigentlich war alles Sirulan. Das ist genauso wie mit Hyrule sozusagen. Das ist halt alles mal Hyrule. Die Stadt, das Land, die Welt. Edwin war schon immer machtgeil. Besonders in diesem Universum. Und was gedenkt ihr zu tun? Keine Ahnung, wir müssen nach Hinweisen schauen. Was? Dann sollten wir mal eine Runde Cluedo spielen. Ihr habt doch noch nicht einmal einen Anhaltpunkt. Vielleicht können wir Gott irgendwie erreichen. Oh Gott, wir haben jetzt ein Problem. Haben und du hast Gott, oh Gott gesagt. Ja, es tut mir leid. Wir? Habe ich jemals erwähnt, dass ich mitkomme? Die Truhe, wir können jede Hilfe gebrauchen. Helf uns bitte. Hör mal, ich habe damals so näher vernichtet. Was soll ich denn noch alles tun? Ich war doch schon einmal Protagonist. Siehst du, das ist nun mal etabliert. Das ist eine Reihe, ne? Bitte. Steve, nur weil es ein Paralleluniversum ist, können einfach nur... Es kann ja fast alles gleich verlaufen sein, bis das auf eins... Das ist geil. Du hast keinerlei Beweise für ein Paralleluniversum. Und du hast keine, dass es keins ist. Es ist keins, wenn es sich auftaucht. Na gut, der ist safe jetzt, so Liebe. Was? Was? Ach, es für die Welt. Ah, wie die Trolite, starker Mann. Oh Gott, das ist unsere nächste... Farodin, wusstest du schon, dass es eine neue Elfenburg gibt? Die haben vor, eine letzte Schlacht der Elfen zu machen. Das hört sich gut an. Und weißt du, was die machen? Vor allem wieder diese Schweißträne ist, ja. Diese Schweißträne in seinem Gesicht zu verbiegen. Oh mein Gott, da fängt er schon an zu spitzen. Was haben denn die Elfen vor, Steve? Na los, Steve, was könnte es denn sein? Was denn? Sie rüsten sich zum Krieg. Ich glaube, die wissen mehr als wir. Vielleicht sollten wir sie mal aufsuchen gehen. Nein, da fehlt jetzt eindeutig, sie rüsten zum Krieg. Sie wollen die letzte Sache. Ja, auf jeden Fall. Das war gerade großer Name-Drop angekündigt und dann kam keiner. Und wie kommen wir dahin? Warum wollen wir denn nur noch einen Sarg holen? Das haben wir schon wieder völlig vergessen. Wie gesagt, es dauert, wie lange dauert es, bis wir Gilbert vergessen haben, ne? Es ist ein Geheimweg. Draußen im Brunnen ist eine Kanalisation und da gibt es einen Weg, der unter dem Meer verläuft. Wie bei Vampire Stone. Ja. Oh Mann, ey. Nein, 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 das ist so ein komischer Tunnel zwischen Frankreich und Großbritannien. Ja. Das ist das. Worauf warten wir noch? Lass uns aufbrechen. Wir wollten eigentlich sehr geholt. Aber ja, bis wir Gilbert vergessen, wird es wahrscheinlich noch bis zum nächsten Part dauern. Also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Ich denke, Steve, du hattest ihn auch. Oh ja. Und wir hoffen, ihr hattet ihn auch. Wir würden uns über viele nette Kommentare und viele Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier zu Die letzte Schlacht der Elfen 7, dem besten Teil der Reihe. Bis zum nächsten Mal. Tschö.